Heike, dein Sohn Jan hat sich vor 3 Jahren das Leben genommen. Wie hast du die Zeit unmittelbar danach erlebt und überstanden? Also das erste Jahr, wollen wir mal sagen, bin ich wie unter einer Glocke gelaufen. Ach, da habe ich meine Umgebung gar nicht richtig wahrgenommen. War ziemlich alleine und ja, habe mich eher zurückgezogen. Und ich weiß auch nicht, wie ich es geschafft habe, jeden Morgen aufzustehen und irgendwie weiterzugehen. Du hast eigene Suizidgedanken entwickelt. Ja, ich wollte ihm nah sein. Und wie bist du diese wieder losgeworden? Ja, nachdem ich mich im Internet ein bisschen schlau gemacht habe, gerade über Suizid, dann habe ich gedacht, nee, das ist kein Weg, den kann ich nicht gehen. Ich kann meinem Mann das nicht nochmal, der verkraftet das nicht, noch jemanden zu verlieren durch Suizid. Und da habe ich mich irgendwie zusammengerissen. Du hast dann auf Facebook die Gruppe Suizid eines Kindes gegründet. Was macht diese Gruppe? Diese Gruppe ist speziell für Eltern und Geschwister nach einem Suizid. Wir nehmen nur, wirklich nur Eltern oder Geschwister auf, weil wir denken, die sind am nächsten dran und die verstehen uns. Jeder, der weiter weg davon ist, versteht halt nicht mehr so, wie wir denken, wie wir fühlen, die Schmerzen. Wie viele Mitglieder hat diese Gruppe bisher? Ja, das ist sehr traurig. Wir sind jetzt leider schon bei, ich glaube, mittlerweile bei 165. Das macht mich sehr traurig, weil hinter jeder dieser Zahl steht ein Schicksal. Was ist dein Rat an Eltern, die ihr Kind durch Suizid verlieren? Sie sollten sich Hilfe suchen. Am besten Hilfe zu Gleichgesinnten, also jemand, der das auch erlebt hat. In meine Gruppe kommen, wäre sehr schön. Ja, und viel reden drüber. Also ich bin damit sehr offen umgegangen, das hat mir sehr gut getan. Und ich will nicht, dass unsere Kinder vergessen werden. Und ich denke, wenn wir noch über sie reden, dann werden sie nicht vergessen. Und deswegen kämpfe ich weiter dafür, dass auch dieses Thema Suizid, wie es ja leider ist, aus dem Tabu kommt. Und ich hoffe, mit meiner Gruppe gelingt mir das auch ein Stück.